Nach abgeschlossener Außensanierung war im Prinzip die Zeit reif, sich über die Innensanierung Gedanken zu machen. Und das läuft im Prinzip so in der Vorbereitung seit 2010. Also auch Gutding will Weil haben, wenn man so ein altes Sprichwort strapazieren darf. Manche Dinge dauern etwas. 2010 waren die ersten Anträge, waren die ersten Planungen, die ersten Kostenberechnungen. Dann ist als vorgezogene Maßnahme die Empore saniert worden. Die Empore deswegen saniert worden, weil die Orgel anstand, dass die Orgel erneuert wird. Das war dann 2012, 2013. Und dann kam man im letzten Jahr, oder ich kann mich noch sehr gut erinnern, die ersten Besuchstermine beim Herrn Hoppe unten, wo uns dann Kirchen gezeigt hat mit dieser Altarraumumgestaltung, was relativ neu war und ungewöhnlich ist. Ich persönlich kenne es aus der Diözese Eichstätt raus, wo ein paar so Sachen schon stattgefunden haben. Waren wir dann im Januar, es war bitterkalt, irgendwo südlich vom Landsberg im Allgäu unterwegs, haben uns zwei Kirchen angeschaut, die Kirchenverwaltung, Pfarrgemeinderat war mit dabei. Und da ist dann so diese Idee mal Bild geworden, wie das denn ausschauen kann, wenn der Volksaltar dieses Provisorium, das sicher viele Jahre da im Chorraum gestanden ist, wenn das näher ins Langhaus rückt und näher zu den Leuten, näher zum Volk kam. Nochmal ganz kurz zusammengefasst, was wir außerdem, dass wir das, was der Herr Hoppe entworfen hat, in Stein haben werden lassen, die das Podest ausgeführt haben, die Baukonstruktion dazu gemacht haben. Es ist die Kirche, der Innenraum, so saniert worden, dass die beschädigten Putze entfernt worden sind. Es waren Salz- und Feuchtigkeitsgeschädigte Putze. Es sind spezielle Putze im unteren Bereich bis zu ungefähr 1,50 Meter Höhe aufgebracht worden. Es ist die Raumschale neu gefasst worden, neue Anstriche, die alten Anstriche abgetragen bis auf den tragfähigen Grund, neue Fassung, es ist die letzte Fassung wiederholt worden. Das natürlich immer alles in enger Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Denkmalpflege. Die Zusammenarbeit mit dem Herrn Hoppe war sehr von gegenseitigem Respekt geprägt. Es war sehr gut, was an Entwürfen gekommen ist. Wir haben versucht, es so weit umzusetzen, aber speziell die Geschichten, was jetzt dazu geführt hat, dass der Altar so aussieht, wie er aussieht, soll der Herr Rocke bitte kurz selber erläutern. Okay, gut. Also